Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist Dienstagabend, 20 Uhr. Entweder Birgit Keller oder Achim Winterzeit. Sie haben schon erkannt, wer heute dran ist. Heute ist Winterzeit in Hallo Kontrafunk und ich finde, das Wetter passt sehr gut dazu. Hier war es heute 14 Grad kalt, also Frühling sieht irgendwie anders aus, macht aber nichts. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, denn jetzt hören ja nur diejenigen, die auch da sind, hören mich und das ist gut. Und ich habe es heute nicht so leicht. Ich habe ein bisschen gedacht, oh, hoffentlich macht es die Birgit, weil heute ist das Thema eigentlich zu heikel, das mich interessiert. Ich gebe Ihnen aber zunächst mal die Telefonnummer. Ja, die kennen Sie ja, eine international gültige, kostenlose Telefonnummer. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich können Sie da anrufen. 00800 00900 900. 00800 00900 900. Jetzt also bitte ans Handy stürmen und diese Nummer schon mal wählen, während ich noch rede. Denn Sie wissen ja, hier kommt es darauf an, dass die Hörer mal zu Wort kommen. Und ich freue mich ganz besonders auch über zum Beispiel Schweizer und Österreicher. Ja, wir sind ja ein Schweizer Sender, der allerdings so ein bisschen nach Deutschland lockt, aus historischen Gründen. Aber wir möchten natürlich gerne die Schweizer und die Österreicher mit dabei haben, also wenn sie in der Schweiz und Österreich sind und mit großem Erstaunen die Vorkommnisse hier beobachten, was bei uns so passiert und was bei ihnen selbst passiert, mit ihrer Grünen, die Österreicher mit ihrer Grünen Spitzenkandidatin, da habe ich heute ganz schlimme Sachen gehört, zum Beispiel, dann bitte anrufen und mir was erzählen. Die Themen sind frei. Ich habe heute das Thema leider, dass ich schon wieder einen Ohrwurm habe. Und ich habe jetzt so viel gelesen heute darüber und so viel gehört mit dem Döp, 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 Döp. Sie kennen also das berühmte Lied von Sylt, der große Sündenfall der deutschen Kultur, eine absolute Großkrise. Ein paar betrunkene Schnösel haben einen verbotenen Text gesungen und das geht gerade durchs Netz. Denn das soll unterdrückt und verboten werden. Und alle Twitterer zum Beispiel oder Xler, wie man vielleicht heute sagt, lassen sich nicht nehmen, überall Döp, 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 Döp reinzuschreiben. Also Döp, 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 Döp ist jetzt das Meme, sozusagen das Symbol für dieses verbotene Lied, das diese Schnösel da in Sylt gesungen haben. Und das geht gerade im Netz viral. Also das wird wahnsinnig diskutiert. Das wäre also auch mein Thema. Wie erleben Sie das? Wie haben Sie das erlebt, diese Krise am Wochenende, diesen Großskandal, diese Sylter Katastrophe? Ist es für Sie eine Katastrophe? Ist es ein großer Skandal? Oder wird das jetzt aufgebauscht und übertrieben? Das würde mich mal interessieren. Die Nummer noch einmal 00800 00900 900. Kostenlos aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ja, wir haben direkt einen Anrufer, das freut mich sehr. Ich wollte noch ein bisschen Musik hören, aber so ist es natürlich besser. Genau, und das ist die Cornelia. Hallo Cornelia. Genau. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich würde auch gerne was zu dem Ohrwurm sagen. Also ich bin... So lustig, wie es ja klingt, ich meine, es war ja jetzt ein Party-Sound und ob der jetzt abgesehen von den, ja, Deutschland den Deutschen und Ausländer raus und so, ich habe das Ganze, ich glaube, das ist gestellt, so. Aha. Weil, es ist meine Vermutung. Ja. Weil es ist ja erstmal hier 75 Jahre Grundgesetz und das wird von unserem Bundeskanzler gefeiert oder soll von den Menschen gefeiert werden, obwohl ich der Meinung bin, vom Grundsatz her, Grundgesetz, was das ja sein soll, dass wir da alle nicht mehr viel von haben. Mhm. Es wird mit Füßen getreten und nicht von der Bevölkerung, sondern mehr von der von den Regierenden, die sich da nicht dran halten. Und ja, just danach kommt dann plötzlich ein Video, das taucht auf. Es war schon Pfingsten, es ist aufgenommen worden. Und ich glaube, da sind Leute reingeschleust worden, die das Ganze inszenieren sollten. Und die anderen haben dann mitgemacht und sich vielleicht auch gar nichts bei gedacht. Als es dann in großer Stimmung war und
Und so ist das Ganze dann aufgebauscht worden. Ist meine Meinung. Ja, die entspricht ungefähr meiner, wahrscheinlich. Ich bin nicht genau sicher. Aber alleine so sehr. Ja, weil jetzt, wo Sie sagen, also ich habe bisher gedacht, okay, da hat irgendein Dummkopf mitgefilmt und er hat die Tragweite dieser Geschichte nicht erkannt. Nein. Aber jetzt, wo Sie es so sagen, dann ist ja die Wannsee-Konferenz hat ja ihre Wirkung schon ein bisschen verloren. Genau. Ja, die AfD gewinnt Kommunalwahlen im Osten, also man muss ein bisschen nachglühen. Dann könnte es ja sein, dass man zählt eins und eins zusammen und man weiß, wohin was der Grund der ganzen Inszenierung sein sollte. Ja, genau. Na? Welche Wirkung soll es denn haben? Ja, genau. Ja. Die absolute Einschüchterung. Ganz schlimm, ne? Genau. Einschüchterung, das läuft hier ja schon einige Jahre jetzt, ne? Ja. Und es findet sich ja immer irgendwas, ne? Ja. Es ist da das schlimme Wetter, wir müssen alle sterben, sind die Ungeimpften oder was weiß ich, der Coronavirus. Hauptsache, wir werden jetzt ist es auch der Putin und Russland und dann wahrscheinlich auch Israel. Es ist immer irgendwie etwas, wo eingeschüchtert werden muss und jetzt sind es Gesetze, die vom Himmel fallen, ihr dürft das nicht mehr singen und das nicht mehr essen und keine Ahnung was. Hauptsache, wir dürfen irgendetwas nicht mehr. Ja. Und sonst ist es ganz schlimm. So. Sie kennen das ja wahrscheinlich noch von der Klosterschule. Ja, waren Sie auf einer Klosterschule? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, wo rufen Sie denn an, wenn ich so indiskret fragen darf? Natürlich, aus Krefeld. Aus Krefeld, ja, wunderbar. Ja, aber es ist tatsächlich so wie in der Klosterschule. Also brave Schüler sind natürlich besser als die Aufmüpfigen. Genau. Den Aufmüpfigen muss man schon mal ein bisschen auf die Omme geben. Ich muss aber sagen, ich habe heute an mir selbst beobachtet, in der Vorbereitung dieser Sendung, ja, wie sehr ich schon selbst dressiert bin. Ja, also ich habe dann hier mit den Technikern gesagt, okay, genau, heute ist ein ganz heikler Tag. Wir würden gerne über dieses Döp, Döp, Döp sprechen da. Aber ich habe schon Angst, dass ich da über die Stränge schlage und verbotene Dinge sage. Ja, also ich bin schon selber so drauf, dass ich sage, okay, es gibt verbotene Dinge. Und das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Ja, finden Sie denn, dieses mit den Ausländern raus, diese Geschichte, das ist Ihnen das auch zu extrem? Oder sagen Sie, Moment mal, das hat vielleicht einen gewissen Grund? Nein, also ich glaube gar nicht, dass die Deutschen das so einfach so singen würden. Nein. Ach so, Sie meinen, das ganze Lied sei inszeniert gewesen. Ja. Ich habe so den Eindruck, dass diese Leute, wenn die dann ein bisschen was getrunken haben und ein bisschen konservativ sind und dann fängt einer mit, dann legt der DJ, das ist nämlich wahrscheinlich der Schuldige, dann legt der DJ das Lied auf und jeder weiß, was es bedeutet und alle machen freudig mit. Und das ist so ein bisschen wie ein Streichspielen, das darf man nicht. Ne? Das ist an sich für meine Begriffe ein recht harmloses Ding. Aber die Ausländer singen es auch selber und die denken sich nichts dabei. Warum da? Warum das denn? Ja, eben. Warum singen es denn die Türken? Es ist einfach ein Partysong und man hört nicht auf den Inhalt. Ja. Ne, man singt es einfach mit, ohne großartig. Wenn Leute wirklich Ausländer hassen oder Nazis sind, die fangen doch nicht an zu tanzen auf dem Ballermann-Song. Ja, also ich habe heute einen Türken gesehen auf X, ja, der hat gesagt, er hätte mitgesungen und der hat gesagt, wir wissen schon genau, welche Ausländer gemeint sind. Ne? Also das ist dann die Haltung der Türken, weil die haben auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, wer so da alles gemeint ist. Ich würde alle Ausländer, wir sind hier in Krefeld viele. Ja. Also ne, Krefeld und Nordrhein-Westfalen ist sowieso Ballermann für Ausländer. Also ne, man geht durch die Stadt und man sieht kaum Deutsche. So. Mhm. Und wenn ich könnte, ich würde alle zusammenpfeifen und würde sagen, so, jetzt hauen wir mal dieses Lied raus und fangen alle an zu tanzen. Aber ich würde das Lied umdichten. Ich würde sagen, wie heißt das? Schickeria? Was die letztens da gesungen haben. Die Leila. Wo so für Demonstrationen. Nein. Nee. Die Scharia. So. Ah, ja. Okay. Scharia. Alles klar, Cornelia. Wir wollen die Scharia haben. Ne? Ja, genau. So. Genau. Das würde ich machen. Ja. Ja. Weil es ist, die hassen sich doch hier gar nicht. Nee. Ja. Ne? Die Leute hassen sich hier nicht. Die wollen untereinander friedlich leben und
Ach Quatsch, nee, was die Nancy, ich sag schon, nicht mehr Nancy Faeser, für mich ist das Nazi Faeser, was die sich da zusammen fantasiert, nee. Gut, also ich sehe schon, Sie sehen das Ganze gelassen, liebe Cornelia. Herzlichen Dank für diese Meinung und Einlassung. Das war sehr interessant, fand ich. Also hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das ja wirklich, ich meine, es war ja in Potsdam auch nicht anders, könnte natürlich, warum hat der DJ dieses Lied aufgelegt und warum wurde das gefilmt? Aber gut, das sind jetzt Verschwörungstheorien und um die zu verkraften, schlage ich vor, dass wir ein klein bisschen Musik hören zwischendurch. Ja, 00800, 00900, 900, meine Damen und Herren. Ich sitze hier und warte auf Sie. Ja, wir sind ja unter uns auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, wenn ich so die Anrufer Revue passieren lasse. Also das ist ja eine gemütliche Runde. Das ist der Platz für Sie, wo Sie in Kontrafunk selber auftauchen dürfen. Und tun Sie das ruhig. Sie kennen mich ja wahrscheinlich von den sonntäglichen Straßenumfragen in Frankfurt und anderen Städten. Und da wissen Sie ja, wie ich aussehe. Sie müssen aber keine Angst vor mir haben. Ich bin sehr nett und ich fresse Sie nicht. Insofern immer schnell angerufen. Wenn Ihnen was auf dem Herzen liegt, wenn Ihnen was aufgefallen ist, wenn Sie heute schon gedöbt haben. Ja? Denn es gibt jetzt schon ein Verb, döpen. Wer also döp, döp, döp auf Twitter schreibt, der döpt. Und das ist natürlich der Obrigkeit schön den Vogel gezeigt, finde ich, dass die Leute sich einfach nicht bieten lassen wollen, Dinge verboten zu bekommen, die gar nicht verboten sind. Ja, so kann man sehen, so sehe ich es, möchte mir nichts verbieten lassen. Das kann man natürlich auch ganz anders sehen. Da wäre ich sehr neugierig, wie Sie dazu stehen. Also 00800, 00900, 900. Und bevor ich es vergesse, wollte ich noch erwähnen, dass heute der Regisseur dieser wunderbaren Sendung, der also aufpasst, dass hier alles prima läuft und mich auch moralisch unterstützt, Oliver Höhn ist, der das immer sehr gut macht. Und an der Technik ist Jörg Reinke, der dafür sorgt, dass Sie mich auch hören. Und jetzt freue ich mich auf einen Mann mit einem berühmten Namen, Herrn Krall aus Tuttlingen. Hallo, Herr Krall. Ja, hallo. Hallo. Nicht Markus Krall, sondern Franz Krall. Nicht Franz so wahnsinnig Krall. Verschwägert. Verstehe. Aus Tuttlingen. Ja, wunderbar. Schön. Genau, das ist ja eben auch im Großraum Bodensee. Ja, das weiß ich zufällig. Genau, ja. Okay, also ich frage mich eigentlich, was ist mit dieser Gesellschaft, mit dieser deutschen Gesellschaft los? Weswegen lassen wir das mit uns machen, was die Medien, die GEZ-Medien, eben hier mit uns so umgehen und berichten? Mhm. Diese Geschichte jetzt wieder, ich verstehe es nicht. Wie kann man eigentlich junge Männer bei einer Party so verurteilen? Mhm. Ich muss das selber nicht gut finden, aber ich finde es nicht gut, was in der Gesellschaft passiert. Weswegen verurteilt man diese Leute? Ich finde es unsäglich eigentlich, was da passiert. Weswegen wird von der Politik aus diese Personen so verunglimpft, die haben ihren Job verloren, bevor sie angeklagt werden. Die waren betrunken. Ich finde es selber nicht für gut, was sie getan haben. Aber jeder Politiker springt da auf und verurteilt das Ganze. Ja, das ist so eine Art Schwarmintelligenz, fürchte ich. Ja, Sie kennen ja diese Fischschwärme da, wo einer die Richtung wechselt und alle schwimmen mit, oder die Stare, wie die so schön fliegen da um die Stromleitungen, wenn dann diese Wolken sich bilden und alle dieselbe Richtung einnehmen. Also ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir Deutschen generell zu brav sind. Ja, also wir machen immer alles ordentlich und wir möchten auch beliebt sein und wir möchten auch im Büro zum Beispiel vorankommen und wir wissen, das schaffen wir nur, wenn wir genau nach links und rechts gucken und sagen, okay, was wird von mir erwartet? Ja? Und jetzt kommt also eine politische Strömung hoch, die
ich sag's mal frech, das Traditionelle bekämpft. Das irritiert viele Leute. Aber die Leute merken auch, dass sie Ärger kriegen, wenn sie nicht mitmischen. Und dann haben wir diesen schönen Konflikt, den wir jetzt hier gerade mehr oder weniger ausleben, auch mit diesem Döp-Döp-Lied, ja, dass einfach die Leute kriegen was verboten. Sie kriegen gesagt, was sie tun sollen. Sie kriegen gesagt, welche Heizung sie einbauen sollen. Und gleichzeitig sind die Leute so brav, ja, dass sie sagen, okay, ich muss da wohl mitmachen, ich will keinen Ärger. Also das ist ein bisschen zu brav sein. Ich denke immer, die Südeuropäer, die Italiener und die Griechen und so, da muss man ein bisschen hinschauen. Die haben es immer verstanden, sich von der Obrigkeit nicht so an der Nase herumführen zu lassen. Ob das immer noch so ist, weiß ich allerdings nicht. Es ist bedauerlich, dass eine Gruppe, wo Party gemacht hat, eben nicht damit geschwommen sind. Ja. Und die Konsequenzen sind ja verheerend für diese Leute, was da passiert ist. Ja. Und es ist auch immer schwierig. Jeder befürchtet, man darf sagen, immer noch sagen, was man möchte, aber mit den Konsequenzen muss man auch leben. Und diese Konsequenzen sind halt oftmals existenzbedrohend. Genau, also man kann nicht sagen, was man will. Das ist Augenwischerei. Ja? Also Frau Hayali hat das ja auch mal so ausgedrückt, hat dann gesagt, okay, jeder kann sagen, was er will, er muss in die Konsequenzen ziehen. Das war rein rassig Honecker. Ja? Also wenn du sagst, was du willst, zum Beispiel Ausland, ich darf es gar nicht sagen, ich habe selber Angst. Also diesen Spruch, den die Herren da auf Sylt formuliert haben, es kann ja sein, dass die seit mehreren Jahren oder seit letztem Jahr Berichte lesen, was so bestimmte Leute, die noch nicht so lange hier sind, was die hier so alles anstellen und welche Bedrohung das annimmt und was das alles für Konsequenzen hat. Und da kann man schon mal nach 4 Bier auf die Idee kommen, da mal ein bisschen zu meckern. Das haben die gemacht. Und das muss natürlich mit allen Mitteln unterbunden werden. Wenn das Staatsziel darin besteht, möglichst viele Leute ohne Prüfung derer Eignung oder so ins Land zu lassen. Und das ist der Konflikt. Jetzt müssen die jungen Leute halt dran glauben. Ne? Was ich nicht verstehe, ich habe sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund, die lachen darüber. Aha. Die lachen über uns Deutsche, weswegen wir das mit uns machen lassen. Ja, das habe ich eben schon angedeutet. Wir wollen halt auch lieb sein mal. Ja? Wir sind ja immer böse gewesen in der Geschichte, jetzt wollen wir mal lieb sein. Und wir sind die Weltmeister im Liebsein. Perfekt. Ja, das kann aber nicht gut gehen, sowas, immer lieb sein. Ich finde eigentlich, wir sollten mehr zu unserer Kultur stehen, woher wir kommen. Ja. Was wir erarbeitet haben, was haben unsere Eltern erarbeitet und Großeltern, was haben die eben nach 45 aus diesem Land gemacht? Eigentlich sollten wir stolz sein darauf. Aber was wird verkauft ins Ausland? Die grüne Ideologie. Ja. Das ist ja leider auch ein weltweites Phänomen im Moment. Also die Sehnsucht nach der neuen Weltordnung, das gehört ja dazu. Da passen ja Traditionen und Nationalismen einfach nicht dazu. Das heißt also, wenn man nicht auf der traditionellen Seite steht, dann ist man natürlich geneigt, die Traditionen gering zu achten und abschaffen zu wollen. Jetzt haben wir einen ganz klassischen Konflikt zwischen denen, die das nicht wollen und denen, die das vorantreiben. Nur die Macht liegt im Moment halt eben bei denen, die es vorantreiben. Ja, man sagt eigentlich, das Souverän ist das Volk. Ja. Aber das Volk sollte aufstehen. Das sollte zu sich stehen. Ich höre in meinem Umfeld sehr viel, dass es nicht gut geheißen wird, was die Politik macht. Mhm. Aber keiner getraut sich wirklich was zu sagen in der Öffentlichkeit. Hängt es mit dem Arbeitsplatz zusammen, mit der eigentlichen Existenz? Ich bin einfach der Meinung, die Leute sollten einfach mehr zu sich selber stehen. Ja. Und das wird nicht gemacht. Jeder hat Angst. Also ich finde jetzt zum Beispiel dieses Lied da, das jetzt in Twitter ja unglaubliche Wellen schlägt. Alle Leute beschreiben das, laden das Lied selbst hoch, laden Parodien hoch von dem Lied und sagen döp, döp, döp. Ja, also döp, döp, döp ist jetzt das neue Wort. Ich habe eben schon gesagt, es gibt sogar schon das Verb döpen. Ja, also wer quasi sich mit diesem verbotenen Lied beschäftigt, döpt. Und das finde ich persönlich, es ist ein Anzeichen, dass hier was passiert. Also, dass die Leute anfangen, sich nicht mehr so einschüchtern zu lassen. Und diese ganzen Manipulationen jetzt vor den Wahlkämpfen gegen die AfD öffnet doch vielen Leuten die Augen, ja, dass also mit aller Gewalt
traditionelles Gedankengut unterdrückt werden soll. Und Sie wissen ja, was passiert mit Dingen, die unterdrückt werden, nicht? Ja, ich bin selber AfD-Mitglied und auch aktiv in der AfD. Und diese Diffamierungen, wo passieren, wo man immer wieder hört. Sie trauen sich was. Ja, natürlich. Ich kann nicht einfach nur auf der Couch sitzen und schimpfen. Deswegen unterhalte ich mich mit Ihnen, Herr Winter. Sehr gut. Nein, ich halte es mit Milena Preradovic, ja, die vor kurzem so schön gesagt hat, sie hat mit der AfD gar nichts am Hut, aber sie fühlt sich jeden Samstag in diesem Podcast, den sie macht, bemüßigt, die AfD zu verteidigen, weil sie so ungerecht behandelt wird. Ja, und so ähnlich geht's mir auch. Ja, ich nehme mir jedes Mal vor, nicht viel über die AfD zu sagen, aber es ist natürlich immer Thema, weil sie im Moment so dermaßen an der Nase rumgeführt wird. Ich bin auch nur AfD-Mitglied, hauptsächlich deswegen, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, dass diese Partei nicht fair behandelt worden ist. Ja, ach so, ja, sehen Sie, genau. Ja, lieber Herr Krall, ja, ich sage mal schöne Grüße an Ihren Namensvetter. Herzlichen Dank für diese Ausführungen. Wir haben die nächste Anruferin schon in der Leitung. Das ist die Sigrid. Hallo, Sigrid. Hallo. Herr Winter, ich habe ein Problem. Ich habe ein Riesenproblem. Oh yeah. Ja, ich bin eine alte Kanne von 68 Jahren und körperlich nicht fit. Ich habe gestern das gelesen und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich doch mal auf YouTube. Was ist das überhaupt für ein Lied? Ich kriege das seitdem nicht wieder aus dem Kopf. Ja. Und weil ich nicht fit bin, ärgere ich mich, weil ich könnte hier den ganzen Tag nur tanzen, hüpfen, mitdürfen. obwohl es so böse ist. Ja, Sie haben halt einen Hang zum Bösen dann anscheinend, ne? Ja, das mag sein. Können Sie es denn singen? Wie geht es? Nein, ich kann nur döpen. Und ich kriege die Melodie nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ach so, nee, wie geht denn die Melodie? Ich habe es nämlich vergessen. Wie geht es? Ich weiß nicht, ich kann es nicht. Ich bin jetzt so aufgeregt, um hier noch zu singen. Ja. Aber wenn Sie müssen Frau Merkel fragen, unsere ehemalige Bundeskanzlerin, die hat das von der Kapelle von wie heißen die von der Bundeswehr. Von der Bundeswehr zum Abschied spielen lassen. Ja, hören Sie sich das doch mal an. Ja, das habe ich gesehen heute. Die Wiener Philharmoniker, diese alten Nazis. Ja, das hat, da hätte man es schon merken müssen. Gespielt. Und dann ein Organist in der Kirche, der hat das auch gespielt. Ja. Wir sind umringt von Nazis. Jetzt habe ich heute alles gesehen. Ich war auch sehr schockiert, ja, also was das für Wellen geschlagen hat, ja. Aber aber stimmt das, dass dieses Bundeswehrorchester-Ding, dass das beim Abschied von Angela Merkel gespielt worden ist? Ich hätte es nicht glauben können. Ach, du lieber Gott. Mhm. Und unseren Angela, die saß da und hat sich gefreut. Ja. Dass sie nicht mitgewippt hat, das war alles. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne diese Elektro-Disco-Geschichten nicht. Also mir war das Lied kein Begriff. Es ist aber wohl anscheinend sehr bekannt. Nein, bis gestern. Sehr bekannt. Und wenn das der DJ, wenn das der DJ auflegt, dann sticht die jungen Leute, die sich von den Grünen bevormundet fühlen, dann sticht die der Hafer. Ich kann mir das genau vorstellen. Ich war ja genauso als junger Mann. Ja? Also wenn ein böses Lied kam, bei uns war es damals Tanz den Mussolini. Ja? Ich bin schon so alt. Das war irgendwie italienischer Popsong. Wir haben früher gesungen, Tanz den Puff nach Barcelona. Ja, und das haben wir natürlich. Wir haben mehr Puff von Barcelona gesungen als irgendwelche Volkslieder. Und wenn der Mussolini kam in der Disco, da sind wir alle auf die Tanzfläche gestürmt, schon damals, weil es so böse war. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist kein Nazi aus mir geworden. Ich bin immer noch ein bisschen aufmüpfig. Haben wir ja nochmal Glück gehabt, ja. Was halten Sie denn davon, wenn jetzt die jungen Männer da Ausländer raussagen? Das ist ja schon eine ziemlich heftige Aussage. Nein, finden Sie das? Nein, diese Aussage an sich gefällt mir absolut nicht. Nee, ist klar. Und ich sage aber, wir waren alle mal jung und wir haben alle Blödsinn gemacht, auch ich. Und meine Enkelkinder 5, 4 und 7, frage ich jedes Mal, habt ihr im Kindergarten oder in der Schule Quatsch gemacht? Erzähl, muss ich wissen. Ja. Das muss sein. Ja, ich habe jetzt im Moment das Problem, zum Beispiel, wenn wir auf Feiern eingeladen sind, werde ich von meiner Frau vorher eingenordet, dass ich nichts sagen soll und dass ich keinen Alkohol trinken soll.
Ach, ja. Hilfe. Ja, und das ist normal. Das heißt also, wie ich bin jetzt schon in einer Situation, wo ich sage, bei bestimmten Feiern, da weiß man, das sind die und die da, nämlich die, die mit der Regierungspolitik einverstanden sind. Und dann muss man, dann macht man da den Engel. Ja, ich mach dann den Engel, das muss man sich mal vorstellen, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht und jetzt soll ich das tun. Ja, ich bin so ein Typ, ich kann meine Klappe nicht halten. Und dann sagt mein Mann dann auch schon immer zu mir, ach, ja, aber Sie trinken nicht. Denn schon wieder was sagen? Ja, aber Sie trinken nicht. Doch, ich spucke nicht rein, aber, ja. aber ich kann meinen Mund nicht halten. Und ich sage dann auch direkt meine Meinung. Und wenn das jemandem nicht passt, sage ich mir, dann haben die ein Problem, aber doch nicht ich. Ja, also meine Frau tritt mir immer ans Schienbein, ja, unterm Tisch. Ja. Und ich frage sie dann, warum trittst du mich denn schon wieder? Ja, also das ist ganz schön. Furchtbar. Also daran habe ich gemerkt, jetzt egal was man macht, wie böse es auch ist, oder man kann eben in bestimmte Richtungen nichts mehr sagen. Das empfinden die Leute. Und ich kann mir vorstellen, dass die jungen Leute da ein Ventil suchen, ne? Ja, so sehe ich das auch. Und ich habe den gleichen Gedanken gehabt wie die Dame, die als Erste angerufen hat. Ah ja. Die sagt, dass das inszeniert war. Denn wenn ich an Potsdam denke und an was da jetzt noch alles war mit dem Marco, mit dem, wie heißt er, dem Herr Kra und dem Petre Bistrum, das ist doch alles fungiert. Wir leben in so verrückten Zeiten, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, und es funktioniert ja auch gut. Also ich meine, diese paar Sylt-Sänger da, die haben ja jetzt wieder einen nationalen Aufruhr erzeugt und das passt ja sehr gut in ihre Theorie. Gut. Herr Winter, machen Sie weiter so. Ja. Aber Sie müssen mir jetzt noch mal eben eine Frage beantworten. Ja. Diese Hitzeschutzräume für diesen mörderischen heißen Sommer, der jetzt bald kommen soll, bei dieser Hitzeerwärmung, Erderwärmung, werden diese Kühlräume, werden die auch beheizt? Ja, nur im Winter. Die werden im Sommer gekühlt. Nee. Ja, weil es ist jetzt doch ein bisschen kühl und so ein bisschen Wärme hätte ich dann schon. Naja, Sie müssen die große Hitzewelle abwarten. Ja, also das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen verzögert. Man versteht auch nicht genau, warum, aber diese Hitzewelle wird man auch abwarten müssen. Herzlichen Dank, liebe Sigrid, das war sehr nett. Und jetzt schlage ich vor, bevor wir es ganz vergessen, hören wir auch ein klein bisschen Musik nochmal zwischendurch. Ist das schön, diese Musik. Ja, ich werde hier jedes Mal überrascht von meinem Team, von Oliver Höhn und Jörg Reinke. Ich weiß nicht, ich glaube, der Oliver macht die Musikauswahl. Ah, diese amerikanische New York City Kunstlederjackenmusik, sehr schön. Also ich werde das nachher nochmal in Ruhe hören. Herzlichen Dank dafür, lieber Oliver. Und ich habe jetzt den Thomas gleich frisch in der Leitung. Lieber Thomas. Guten Abend. Guten Abend. Mhm. Hallo. Ich muss mich übrigens dem Lob anschließen. Die Musikauswahl ist bei euch wirklich immer prima. Ja, gell? Ja, das ist wirklich ganz großartig. Ja. Mhm. Also Ärgernis braucht man ja momentan 10 Minuten morgens, indem man Twitter aufmacht und Twitter wieder zumacht. Genau, das war's. Aber das war der Tag ist gelaufen. Ja. Ja, ich fahre dienstlich bedingt mit dem Fahrrad jeden Tag vom Kudamm durch den Tiergarten ins Regierungsviertel. Ja, Sie sind also im Auge des Orkans, ja? Ja, leider. Ja. Und da fährt man normalerweise mal bei ganz vielen Obdachlosen vorbei, weil da ist ja die Baustelle von dem neuen Kanzleramt, von dem Erweiterungsbau des Innenministeriums und so. Mhm. Und die haben darum eine relativ hohe Kamera- und Polizeidichte, was für die Obdachlosen natürlich immer ganz schön ist, weil es gut beleuchtet ist und so, ihnen passiert da wenig. Ah, sehr und jetzt, gut, ja. Und jetzt bahnte sich ja diese Farce von dem 75-Jahre-Grundgesetz an. Ja. Die Corona-Zeit haben sie da irgendwie rausgenommen. Und die haben das gesamte Regierungsviertel mit futuristischen Zelten, Podesten und so, haben das sehr lange, sehr aufwendig umgebaut. Dann haben sie den gesamten Tiergarten mit Gittern dicht gemacht. Aha. Und man kam also selbst nicht mehr durch mit dem Mitarbeiterausweis vom Bundestag, wo man ja schon diverse Kontrollen durchlaufen hat, um an diesen scheiß Ausweis ranzukommen. Ach, müssen Sie in den Bundestag? Man gesagt hat, ja, ich arbeite, ja. Ah, ja, okay. Also ich bin aber angestellt, nicht gewählt.
Ja, gut. Also sehr, gut, dann ja. Und da war kein Durchkommen und man muss ja an der Schlange, an dem, also man muss ja über den Fluss vom Hauptbahnhof kommen, ja, um zum Bundestag zu kommen. Mhm. Da war jede Brücke dicht gemacht, denn immer Polizei, ja, Drohnen in der Luft, mhm, Sicherheitsdienste, Scharfschützen. Mhm. Ja. Und die Polizei haben sie offensichtlich aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengekarrt. Ja. Die konnten einem auch nicht sagen, wo es weitergeht. Ich habe da jetzt einen Termin. Wie komme ich denn da hin? Ja. Ja, geht nicht. Sie haben einen neuen Putsch vielleicht befürchtet. Ja, also wie damals der Putsch, als da die paar Leute die Treppe hochgegangen sind, wo der Polizist so schöne Karateübungen gemacht hat. Vielleicht haben sie gedacht, das kommt jetzt noch mal dicker. Nee, ich habe ja extra den Rollator zu Hause gelassen, dass ich nicht in diesen Putsch komme. Ja, aber also wie gesagt, und während des Festes, da war natürlich keine normale Bevölkerung. Die wurden in voll verspiegelten Bussen rangefahren. Ja. Und ich meine, wo Habeck frei spricht, da muss es ja extrem abgesichert sein, wo er da erzählt hat, dass das bloß ein Versuch war, wie weit sie gehen können. Ja, ja, das, ich meine, das musst du verkraften. Ja, ein normales Publikum, dem hätte man das nicht zumuten können, glaube ich, ne? Nee, na, und Habeck und Lauterbach, die laufen ja mittlerweile im Bundestag mit persönlichem Schutz rum. Oh. Weil selbst in den geheiligten Hallen hinter allen Kontrollen trauen sie sich ja doch nicht so richtig frei zu laufen. Ja. Verstehe. Ja, genau. Ich meine, die haben natürlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Man sieht ja manchmal auf Twitter die Auftritte an weniger geschützten Orten, wenn sie Wahlkampfauftritte haben, was sie da so erwartet an Pfeifkonzert und Unmut. Ja, genau. Also das ist natürlich, das ist Erfahrungswerte. Also je autoritärer ein Regime wird, desto mehr muss es natürlich geschützt werden. Ne? Ist klar. Ja, die Beliebtheitswerte sind offensichtlich so. Aber sie sind nicht so gefährdet, wie wenn irgendein AfDler auf dem Marktplatz auftritt. Also der ist gefährdeter. Ja, klar. Ja, da hat es ja auch verdient. Hm. Ne? Ja. Bei Habeck versteht man es ja nicht, weil er ja so gute Arbeit macht, finden jedenfalls 55% der Leute. Und bei Lauterbach ist ja der Gesundheitsminister der Herzen. Ja, also der hat ja wirklich getobt und gewütet, aber der kann ja offenbar, sie erzählen jetzt gerade das Gegenteil, er kann nicht überall hingehen und wird da gefeiert. Das scheint nicht ganz so zu sein. Das wird nur in den Medien so vermittelt wahrscheinlich, nicht? Könnte ich noch eine technische Bitte äußern? Ja. Ich höre jeden Tag beim Fahren eben jeden Tag Kontrafunk. Ja. Und bei der kurzen Strecke vom Kudamm zum Reichstag muss ich die App jeden Tag 4-5 Mal neu starten, weil die immer wieder zusammenbricht. Oh, ja, okay. Wenn ich aber Apple Podcast höre oder YouTube oder so, also liegt nicht an der Netzabdeckung. Die anderen funktionieren alle. Es okay, bloß die Kontrafunk-App. Okay. Ich habe wohl schon an Müller-Ulrich geschrieben, aber irgendwas stimmt mit der App nicht. Ja, okay, ich gebe das hier gleich weiter. Ja, hören die maßgeblichen Leute auch mit. Ja, insofern wird da bestimmt was dran geändert werden. Also das jedenfalls, Thomas, ganz herzlichen Dank für diese Beschreibungen aus dem Auge des Orkans. Ja, und genau, und jetzt würde ich sagen, es gibt eine App, die heißt radio.de, sehe ich jetzt hier gerade auf meinem Computer. Das müsst ihr mir noch mal ein bisschen genauer hier aufschreiben, was ich da für einen Tipp geben kann. Und das tun wir am besten bei einer kleinen Musik. Also lieber Thomas, ich höre gerade, falls das mit unserer App nicht ganz so gut läuft, aus verschiedenen innerberlinischen Gründen, gibt es noch die radio.de App. Ja, da kann man uns auch empfangen, die scheint da auch gut zu sein. Es damit mal probieren. radio.de. Ja? Und jetzt freue ich mich auf Rainer. Hallo Rainer. Schönen guten Abend, Herr Winter, grüß dich. hallo. Ich wollte mal über Wortwahl sprechen, weil Sie hatten eingangs zum Beginn der Sendung gesagt, Winterzeit. Winterzeit ist natürlich in diesem Kontext sehr wichtig, weil es ist Ihre Zeit. Ja. Der Name ist Winter. Genau. Normalzeit ist ja auch Winterzeit und Sommerzeit ist Sommerzeit. Ah. Oh, und die ist künstlich. Ja. Und die ist positiv besetzt und somit künstlich, wie Sie es gerade ausführten. Ach, da kann man ja mal drüber nachdenken. Ob, genau. Es gibt ja seit Jahren die Diskussion Winterzeit, Sommerzeit, die völlig falsch ist, weil
viele Leute haben Probleme mit Normalzeit und dann eben halt der Sommerzeit. Aber dieses Wortframing gibt es ja wohl schon seit mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Zeitumstellung eingefügt wird. Ja, das ist vielleicht 20 Jahre her. Ja, 25 Jahre, irgendwie sowas mit dem Dreh. Ja, das Interessante daran ist, dass sie ja schon längst abgewählt ist eigentlich. Ne? Es gab ja, glaube ich, Volksabstimmungen dazu und überall haben die Leute gesagt, sie wollen auf gar keinen Fall mit dem Kram weitermachen, sondern normal weitermachen und das Ganze abschaffen, diese Umstellerei. Und das wird einfach ignoriert. Das finde ich den interessantesten Aspekt daran, ja. Richtig. Und Sie sprachen auch eben von eigentlich, weil eigentlich gibt es ja das Wort gar nicht. Ja. Weil entweder ist es eben halt so oder ist es eben halt nicht so. Ja, genau. Und hat sich ja Kathi Hummels mit irgendeinem Ausspruch letzte Woche zu irgendwas geäußert. Ja. Das sollte man doch vielleicht mal in den Eid schreiben der Minister, die da eben halt gewählt sind. Ich glaube, das würde ich sehr wichtig finden, dass sie einfach mal sagen, so ist es und ich diene Deutschland und nicht nach dem Amtseid den Meineid irgendwie leisten. Ja, ja, wir sind ja heute wirklich in diesem Thema voll drin, weil die bösen Sylter ja da auch falsche Worte gesungen haben. Und die Frage ist das schlimm? Darf man das? Oder ist das irgendwie jedem unbenommen, Sachen zu sagen, die er für richtig hält, wenn er sie für richtig hält, ja? Wir waren ja eingangs eben halt beim Framing, beziehungsweise was es eben halt bedeutet, wenn Unwahrheiten oder Falschwahrheiten gesagt werden oder wenn auch Papiere geschwärzt werden. Und wir sind doch genau bei dem Punkt. Absolut. Unwahrheiten, Halbwahrheiten und Schwärzen. Ja, also wenn Sachen durchgesetzt werden sollen, die Teile der Bevölkerung wirklich ablehnen, dann kommt es ja dazu, nicht? Richtig. Ja. Und letztendlich ist diese Sylter-Geschichte. Wissen Sie, wenn mir irgendwas nicht passt als Regierung, habe ich mittlerweile den Eindruck, ich schmeiß den anderen erstmal zu mit Dreck. Mhm, ja. Das hat bei Aiwanger nicht funktioniert und das hat jetzt wohl auch im Osten nicht funktioniert. Die großen Medien schreiben alle ja AfD eben halt abgewählt und wir sind die Guten und so weiter und so fort. Was ja alles nachweislich nicht stimmt. Aber bekommen Sie eigentlich immer noch Geld für Anzeigenausfälle in Ihren Print- und Fernsehmedien? Ja, klar. Das ist ein großes Geschäft. Ja, ja, natürlich. Herr Lauterbach hat jetzt, glaube ich, 85 Millionen Euro investiert in Werbung für seine Vorhaben und ist da vom Rechnungshof sogar gerügt worden für. Also die ballern richtig an die Medien was raus und die hängen am Tropf, weil die Auflagen zurückgehen. Also da ist schon was Heftiges im Gange. Und ich sehe ja so einige Medien, wie zum Beispiel T-Online oder sowas, wenn ich das lese, da weiß ich ganz genau, wo der Text geschrieben worden ist. Ne? Also für mich war das mehr eine rhetorische Frage, weil ich habe das gewusst. Entschuldigung. Nein, alles gut. Ich wollte eben kurz mit dem Fachmann darüber sprechen, weil letztendlich, ich kann einfach nur noch lachen. Und wenn diese Sylter-Geschichte, ich meine, die Menschen, die da gefeiert haben, sind dem DJ zugewandt, der hat es eben halt aufgenommen. Der hat sich überlegt, ich verdiene noch mal irgendwie 1.000 extra, hat es eben halt breit gemacht und mittlerweile, man hört es ja überall. Döp. Ja, genau. Döp. Und aber dass die Leute einfach in einem Höchstmaß unzufrieden sind. Unzufrieden darüber, was hier geht. Ja. Und da sind doch die Fahrradwege in Peru, ich will nicht sagen, der kleinste Teil. Wenn ich Rentner sehe, die da Flaschen sammeln, könnte ich kotzen. Ja, ja, natürlich. Ich meine, die Fahrradwege in Peru sind natürlich ein sehr gutes Beispiel, wenn man dann morgens liest, dass der Herr Lauterbach gezwungen ist, die Pflegeversicherungsbeiträge zu erhöhen. Ja, und wenn man das dann im Kopf zusammenschnallt mit den Fahrradwegen in Peru, dann kommt einem schon der ein oder andere Gedanke. Ja, zum Beispiel auch die Riesengewinne, die Pharmaindustrie jetzt an uns gemacht hat, um dann einen Herrn Lauterbach vorzufinden, der nicht mehr genug Geld hat für die Pflegeversicherung. Das ist natürlich hochgradig absurd. Ich finde aber gut, was Sie geschildert haben, dass diese Döp jetzt überall auftauchen, egal wie böse der Text jetzt war. Das ist so ähnlich wie bei der Wannsee-Konferenz, dort wurde sie ja genannt. Die Leute nehmen es nicht mehr ernst. Also es ist tatsächlich so, dass die üblichen Verdächtigen, die Omas gegen rechts, die gehen auf die Straße und sind empört. Aber ganz viele Leute lassen sich das nicht mehr verkaufen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen, finde ich. Ja?
Mir ist gerade noch mal ein Gedanke gekommen, eben halt, man kann sich ja mal, oder es sollte mal eine Erhebung geben, wie viele Leute in Pflegeeinrichtungen kommen, deshalb, weil sie geimpft worden sind. Das ach, ist doch du auch lieber Gott. Das ist eine interessante Geschichte. Ja. Und ich gebe das mal weiter an unsere Medizinsendung. Ja, das ist natürlich ein Thema, das wahnsinnig interessant ist. Führt hier zu weit, fürchte ich. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Thema. Und da kommt man natürlich, der Dr. Frank ist ja bei uns sehr unterwegs, da kommt man natürlich zu den schrecklichsten Antworten. Ne? Und mich würde auch mal, Entschuldigung, eine Sache eben noch, die können Sie dann auch an Dr. Frank weitergeben. Mich würde auch mal interessieren, wie viel Pflegebedienstete, Krankenschwester, Altenheim, Mitarbeiter haben den Job verlassen wegen der gedrohten Zwangsimpfung oder wegen der Zwangsimpfung. Ja. Das ist in dem Zusammenhang im Grunde genommen die gleiche Frage, aber trotzdem ein bisschen anders. Weil da kann man auch mal drüber sprechen. Ich kenne eine hochqualifizierte Kinderchirurgin, die rausgeworfen worden ist im Krankenhaus, weil sie sich geweigert hat, sich impfen zu lassen. Naja, das ist ein anderes Thema. Die Leiterin der Medizinischen Hochschule Hannover, eine Anästhesistin, ist ebenfalls rausgeworfen worden, weil sie gesagt hat, nee, ich impfe mich nicht. Gut. Lieber Rainer, herzlichen Dank. Danke für diese Ausführungen. Ich muss dem Uwe noch ein bisschen Raum geben. Ja? Lieber Uwe, sind Sie denn da? Ja, natürlich bin ich da. Und bei meinem Pflicht brauche ich ziemlich viel Raum. Danke, dass ich Raum kriege. Also mein Originalgrund, also ein Grund, warum ich angegeben habe, ist, dass bei dieser ganzen Sache der Streisand-Effekt wirklich richtig schön zu sehen ist. Barbara Streisand hatte ja damals eine große Immobilie, die wollte sie unbedingt unterdrücken, dass die Leute mitkriegen, wie toll sie lebt, hat den Leuten das verboten. Danach kam die Sache erst recht in den Medien. Ja. Genau. Genau den Effekt haben wir jetzt volle Kanne durchschlagen sehen. Ja, aber wie blöd kann man denn sein? Wie blöd kann man denn sein? Ich meine, das sind alles Leute, die anscheinend Anfänger sind, die das auch mal probieren wollen. Also schon allein diese ganze Potsdam-Nummer war ja an Stümperhaftigkeit nicht zu überbieten. Man hat doch dann die Barbara Streisand-Geschichte schon mal als Medienmann, wie korrektiv die Medienleute das schon mal mitbekommen. Wie kann man denn so blöd sein? Vorhin hatte ich ja hier diese Hörerin, die mich davon überzeugt hat, muss ich sagen, dass natürlich auch diese ganze Singerei auf Sylt inszeniert ist. Ja, aber das ist ja blöd, ja. Ja, nee, Folgendes. Ich meine, wie blöd kann man sein? Einfach mal bei einem Parteitag der Grünen vorbeischauen und dann weiß man's. Und also wie gesagt, da mache ich mir da keine großen Sorgen, dass die drauf reinfallen. Und korruptiv und Volksverhetzer sind wirklich, also das sind Praktikanten, das merkt man in anderen Bereichen, die haben nicht sehr viel Ahnung, die kriegen Auftrag, schreibt was Schönes dagegen und dann ist die Sache erledigt. Viel mehr können die nicht, die haben keinerlei Ausbildung in den Bereichen, über die sie schreiben. Ja, das merkt man deutlich. Ja, und ich wollte noch was sagen. Vorher ging ja die Zahl, wie viele Pflegefälle gibt es jetzt durch diese Spritzmittel, durch diese experimentellen. Vor ein paar Tagen oder in den letzten ein, zwei Tagen kam eine Meldung raus, dass man hätte mit 50.000 extra Pflegefällen gerechnet. Man hat jetzt aber über 300.000 extra Pflegefälle gekriegt. Das heißt, es müssen dann irgendwas mit 250.000 Pflegefälle sein. Die Daten können Sie aus den Medien holen. Ich glaube, sogar Lauterbach hat es verkündet und dann gesagt, wir brauchen jetzt mehr Geld für die Pflegeversicherung. Richtig, das nimmt eine ganz komische Wendung jetzt gerade. Heute Morgen hieß es noch, es ist eine überraschende Steigerung von 700% oder sowas. Lauterbach ist überrascht. Mittlerweile sieht es jetzt so aus in den Medien, dass das eine ganz normale Entwicklung und dass diese Steigerung gar nicht so stattgefunden hat, dass Herr Lauterbach aber hier Panik schiebt, um einen höheren Steueranteil für die Kranken- und Pflegeversicherung rauszuholen. Das scheint der wahre Hintergrund zu sein. Ja, gut, das weiß ich noch nicht, aber es geht so in diese Richtung. Ja, gut, das sind Ermittlungshypothesen, das muss man sich angucken. Ja, sehr gut. Genau. Ja, das ist richtig. Vorher noch was zu Sylt wegen, fällt noch was ein. Es kann durchaus sein, dass da irgendwelche sogenannte Agent-Provokateur, also Lockspitzel, da waren. Die haben die Leute zum Grölen angestiftet, so waren aber selber im Hintergrund und nie auf dem Bild. Das macht die Polizei öfters oder gerne. Oder Staatsschutz, Verfassungsschutz. Es kommt ja noch was dazu. Man hat ja noch eine neue Bevölkerungsgruppe jetzt abgedeckt. Ja? Das heißt also, bisher waren es immer irgendwelche... Ach so, ja. Der Hass auf die Bonzen. Richtig. Ganz genau. Rich Kids.
Richtig, also bisher waren es ja immer irgendwelche, irgendwelche Hooligans oder irgendwelche Minderbemittelten, die die Demokratie nicht verstanden haben und so. Die hat man ja immer benutzt. Und jetzt ist es doch sehr interessant, dass jetzt die Polohemdträger, ja, die ja auch von den Linken nicht gemocht werden, dass die jetzt damit einbezogen werden und auf die böse Seite noch geschoben werden. Oder ich rede wie einer von denen, aber so kommt es einem natürlich tatsächlich vor. Und ich denke mal, in jeder Disco in Deutschland, wenn dieses Lied vom DJ aufgelegt wird, kommt garantiert einer auf die Idee, das Böse, den bösen Text da einzuführen. Ja gut, aber das kann, also halt, das wiederum vom von meinem Studium her habe ich auch gesehen, dass so gewisse, wie soll man sagen, so dass da gab es so auch in den linken Kreisen so gewisse Gruppen, die waren dann pseudo-links, aber kamen aus reichem Haus und konnten sich zum Beispiel nicht in Studenten aus eher finanzfernen Schichten reindenken. Ja. Die haben dementsprechend dumme Entscheidungen getroffen, die dann für sie quasi ja ein Taschengeld, paar Euro vom Taschengeld waren, die aber dann für die Studenten aus den eher finanzfernen Schichten dann große Probleme bereitet haben. Das gibt ja schon auch, schon daher gibt es also bei mir zumindest schon einen ziemlichen Hass auf diese Bonzen. Das sind dann aber pseudolinke Bonzen. Naja, es ist ja, wenn Sie mich so fragen, also Sie können ruhig hassen, ja. Das ist ja, ja, ich weiß, ich darf nur nicht aussprechen, weil dann wäre es Hasssprech. Ja, ja, nee, für mich ist das das zentrale Thema eigentlich diese Woche, denn Hass ist ja ein Gefühl, Liebe ist ein Gefühl, all diese Dinge. Solange es nicht in Aktionen mündet, ja, will ich in Ruhe hassen können. Ich möchte hier im Zimmer rumlaufen und in Ruhe hassen können, das geht niemandem was an. Und sogar das, diese Gefühlsregung in unsere Seele soll da rein regiert werden. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die solche Typen wie mich sehr stören. Also ich krieg nicht gerne gesagt, das erinnert mich immer an meine, an die Tante Erna, die mir immer sagen wollte, was ich nicht machen durfte. Und da war ich immer sauer. Und das so, genauso geht's mir. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, meine Damen und Herren, deshalb ärgern mich die Omas gegen rechts so. Das erinnert mich immer an Tante Röschen und an die Oma so und so, die ganz schlimm waren, wenn ich irgendwie mich schmutzig gemacht habe oder mich nicht richtig benommen habe. Und jetzt kommen die wieder und versuchen mir zu erzählen, wie damals, was ich zu tun und zu lassen habe. Das geht überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Wir haben heute über böse Dinge gesprochen. Ich hoffe, ich war nicht zu böse. Wir waren nicht zu böse und haben vor allen Dingen keine unterhalb der Strafbarkeit liegende Delegitimierung betrieben. Also ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, das war natürlich nicht meine Absicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass heute so viele Leute angerufen haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder so ist. Dazwischen dürfen Sie aber nochmal Gast sein bei meiner bezaubernden Kollegin Birgit Kelle. Bis dahin sage ich nochmal Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio